Ja, hallo und herzlich willkommen bei Peru Plays. Ich bin der Peru. Herzlich willkommen. Wir werfen heute mal wieder abschließend, sage ich mal, einen Blick auf Truck Driver. Angeblich eine Truck-Simulation, also für mich eigentlich eher angeblich. Warum dazu werde ich gleich kommen? Das ist kein Let's Play, wie auch die letzte Folge. Ich mache keine Let's Plays mehr von diesem Spiel. Ganz einfach, weil das, ich sage es mal ganz hart, Zeitverschwendung ist. Ja? Wir wollen uns aber trotzdem anschauen, was in den letzten Monaten seit dem Erscheinen von Patch 6, das war das letzte, passiert ist. Aktuell ist das Spiel in der Version 1.17 verfügbar. Es wurde eine Menge versprochen den Usern. Es wurden auch viele Sachen ganz einfach auch weiterhin ignoriert, die User sich gewünscht haben oder gefordert haben. Dazu werden wir gleich kommen. Ich starte jetzt erstmal hier den Truck, dass wir irgendwie mal so ein Bild haben. Wie gesagt, bitte schaut da jetzt nicht ganz so genau hin. Ich werde jetzt ganz einfach mal hier ein bisschen durch die Gegend fahren, damit ihr dann auch überhaupt seht, worüber wir hier reden. Die Frage ist ja, lohnt es sich, Truck Driver überhaupt noch zu kaufen, weil ein Konkurrent steht in den Startlöchern. Angeblich dieses Jahr will Aerosoft noch On the Road auf die Konsole bringen. Der ein oder andere kennt es noch vom PC. Ist ein ernstzunehmender Konkurrent aus vielerlei Gründen. Dazu komme ich aber später. Aber letztendlich will ich euch eine kleine Entscheidungshilfe geben, ob es sich, wie gesagt, tatsächlich noch lohnt, diesen Titel zu kaufen oder lieber zu warten, bis On the Road dann irgendwie erscheint. Leider gibt es da noch keinen festen Release-Termin. Also kommen wir zu Truck Driver. Ein Spiel, wo ich von Anfang an einiges zu monieren hatte. Ich muss auch leider sagen, dass ein Großteil bei diesem Spiel ganz einfach nicht gefixt wurde. Also es gab immer wieder mal Updates, die einfach das Schlimmste, sage ich jetzt mal, beseitigt haben, mehr oder weniger. Auch bei den letzten Updates wurde wieder gefixt an der KI der Fahrzeuge, die sich hier bewegen. Das war ja teilweise desaströs, wie sich die KI da verhalten hat. Nach wie vor gibt es nur diesen Truck auf der ganzen weiten Welt, nämlich den Truck, den du fährst. Also auch trotz zahlreicher Beschwerden der User und zahlreicher Versprechen auch von Sedesco, gibt es nach wie vor keinen weiteren Truckverkehr auf den Straßen. Ihr fahrt den einzigen Truck weit und breit. Ist natürlich fürs Geschäft irre gut, aber auch für den Fahrer irre langweilig. Ja, damit kommen wir zunächst, wo wir gerade bei langweilig sind, zum Auftragsmodell, wie das hier in diesem Spiel ist. Es gibt ja kein Handelssystem. Na, also es war von Anfang an klar, dass dieses Spiel in keiner Weise das Niveau von einem Euro Truck Simulator haben wird. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht erwartet, aber ein bisschen mehr habe ich schon erwartet. Also dass es wenigstens ein halbwegs annehmbares Handelssystem geben wird. Es gibt nur festgeschriebene Auftraggeber mit festgeschriebenen Aufträgen und wenn die abgearbeitet sind, dann gibt es nur noch Kurzaufträge, die werden also so random vom System erstellt. Das macht den Kohl dann aber auch nicht mehr fett. Ja, das ist wiederum ein Punkt. Der nächste wäre, und das ist natürlich für mich so als Liebhaber der Materie das Schlimmste, Sedesco hat sich nicht mal die Mühe gemacht, auch nur eine Lizenz für einen Original-Truck zu kriegen. Na, also man fährt hier also Fantasiefahrzeuge durch die Gegend. Die sehen jetzt nicht schlecht aus, ne? Um Gottes Willen. Aber es ist eben halt kein MAN oder Iveco und wie diese ganzen großen Truck-Hersteller heißen. Na, also wir haben hier nicht absolut gar nichts. Und auch die Möglichkeit der Upgrades ist da doch sehr eingeschränkt. Also das Tuning, also richtiges Tuning gibt es da auch nicht. Ne? Wenn wir schon über Handelssystem reden, es gibt auch keine Spedition, ihr habt keine Firma oder irgend sowas. Ihr fährt hier immer ja für irgendjemanden mal durch die Gegend. Aber ihr habt jetzt keine eigene Firma oder sowas, geschweige denn die Möglichkeit, andere Fahrer einzusetzen, die für euch Touren übernehmen. Das funktioniert leider nicht. So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken, was der Kollege von uns will. Ich hab das Ding ganz einfach nochmal neu gestartet, damit wir hier ein bisschen Hintergrundbild haben. Ja, lass sie mal reden hier, wir schnacken weiter. Was wollte ich sagen? Achso, ja, man hat keine eigenen Fahrer, man kann also keine eigene Spedition aufbauen. Und ja, die Städte sehen auch ziemlich gleich aus. Also die haben so ein Standardkonzept. Auch die Map, ja, also wir können uns die gerne gleich nochmal kurz anschauen. Die ist doch in ihren Möglichkeiten sehr beschränkt. Wir sehen das hier auch.
Sie ist auch in der Zwischenzeit nicht erweitert worden. Es gibt nur eine Erweiterung seit dem letzten Patch, nämlich die zusätzlichen Werkstätten, die aber gekauft werden müssen. Sonst hat sich an dieser App überhaupt nichts geändert. Und wer das Spiel länger spielt, der hat ganz einfach gesehen, dass die Städte sich also wirklich eins zu eins gleichen, gerade die Orte, die Standorte, wo wir die Lieferungen dann hinbringen, ja. Das ist also wirklich eins zu eins Copy-Paste irgendwo reingesetzt, ne? Mal ist es eben halt ein bisschen woanders, das Gebäude und die Auffahrt, aber du siehst sofort, oh, da war ich doch schon mal, bloß das Gebäude stand irgendwie woanders. Na, ist natürlich ärgerlich. So, ja, muss natürlich nicht sein. Und was würde, und das ist jetzt natürlich die Frage, was würde uns stattdessen on the road bieten, wenn wir jetzt diese Punkte genau Kopf an Kopf stellen? Ne? Zügeln wir das Ganze mal von hinten aus. Es geht los mit den Lizenzrechten. Wir haben bei On the Road zwar jetzt nicht so bombig viele Lizenzen, aber immerhin doch für MAN und was war das? Scania Trucks, glaube ich. Korrigiert mich da bitte, wenn ich falsch liege. Aber immerhin, das sind Original-Trucks und auch eben halt, wie ich in der PC-Version gesehen habe, sehr liebevoll gestaltete. So, ich muss ganz kurz gucken, jetzt schnell ankoppeln, das kann ich die ganze Zeit erzählen. Ja, also doch sehr liebevoll und aufwendig gestaltete Modelle dieser Trucks und da könnte man sich schon allein aus dem Grund schon überlegen, da umzusatteln. Und es gibt tatsächlich deutsche Städte, echte deutsche Städte, durch die ihr fahrt. Es gibt über 6500 Streckenkilometer und ihr habt tatsächlich eine Spedition. Also ihr könnt irgendwann später im Verlauf des Spiels, ne, wenn ihr schon ein bisschen so Kohle rangeschafft habt, könnt ihr eigene Fahrer anstellen, die für euch Touren übernehmen. Das ist eine ganz tolle Sache. Und das ist das, was ich hier immer vermisst habe, ja? Was absolut hier nicht funktioniert. Was ich Sedesco besonders übel nehme, man sieht, dass Sedesco mit diesem Spiel irgendwie auch, ja, scheinbar schon mental fertig ist. Man sieht es, also es gab sonst immer einen wöchentlichen Stream, einen Livestream, wo Sedesco eben halt Fragen beantwortet hat zu dem Spiel. Und ich glaube, es ist Sedesco mittlerweile eigentlich fast schon zu peinlich, darüber noch Fragen zu beantworten. Man merkt auch, einige Fragen wollen sie gar nicht beantworten, beziehungsweise da wird dann auch mal kackfrech gelogen. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Ich kann den Leuten zum Beispiel nicht sagen, es war nie ein Multiplayer vorgesehen für dieses Spiel. Das ist definitiv falsch. Bei der Veröffentlichung dieses Spiels für PC als auch für Konsole wurde ein Multiplayer angekündigt. Der sollte zuerst kommen für PC und im späteren Verlauf dann für die Konsole. Ob das für PC passiert ist, weiß ich nicht. Ich spiele es nicht auf PC. Ja, wie wir alle wissen, auf Konsole ist das definitiv nicht passiert. Aber die Leute einfach anzulügen und zu sagen, nee, das haben wir nie gesagt, dass das kommt, das ist schon ganz schön dreist. Und ja, wenn man das dann auch immer versucht, dann zu umgehen im Chat, ne, so nach dem Motto, ja, wir haben euch ja gesagt, dass wir das nicht machen, ist eben falsch. Ne? Und dann kann man das nicht einfach abwiegeln. Da muss man schon ein bisschen die Eier haben und sagen, Leute, ich glaube, das wird nichts mehr hier mit dem Projekt, das lassen wir mal. Da entwickeln wir kein Multiplayer mehr für, das lohnt sich nicht mehr. Das wäre wenigstens ehrlich gewesen. Ne? So bleibt da eben halt der fade Nachgeschmack, dass man eher ja hier ein Spiel abgeliefert hat, das eher einer Demo-Version ähnelt, als eben halt ein vollständiges Spiel. Und das kann man ganz einfach nicht machen. Ne? On the Road, wie gesagt, hat ein Handelssystem, man kann Mitarbeiter einstellen, es gibt Lizenzen für Originalfahrzeuge und man kann sich aussuchen, welche Strecken man fahren will, welche Güter man transportieren will. Es gibt sogar Tiertransporte. Gut, da mag der eine sagen, oh mein Gott, Tiertransporte, aber das ist ja nun mal das Brot des Truckfahrers, alles zu transportieren, was sich hinten dranhängen lässt. Das gehört ihm halt auch dazu. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Das Thema ist, ihr habt diese Möglichkeiten bei On the Road. Ich werde das natürlich, sobald ich das in die Finger kriegen sollte, das On the Road für PS4, sobald ich das in die Finger kriege, werde ich das natürlich für euch mal checken und testen. Ja, guck mal, hier haben wir auch wieder so einen schönen Bug, ne? Nie gefixt, nie gefixt. Wo wir gerade davon reden, ne? Also, es ist ganz einfach so und bleibt so, man muss die Wahrheit sehen. Sedesco wird in Truck Driver nichts mehr investieren. Das ist ganz einfach so. Und jetzt fällt mir gerade spontan noch was ein. Sedesco hat uns ja,
mit dem letzten Patch auch ein Schadensmodell für die Fahrzeuge versprochen, ne, da man ja mit dem Patch 6 auf eine neue Engine umgestellt hat, ne? So, und das machen wir jetzt mal kurz. Gucken wir mal nach dem Schadensmodell. Vollgas voraus. Bäm. So. Und jetzt schauen wir mal, wo das Schadensmodell ist. Jetzt brauche ich nur die richtige Kameraeinstellung hier. So. Und nach wie vor haben wir hier einen LKW, der zwar in den Daten her beschädigt ist, von den Daten her, aber auch jetzt immer noch gibt es kein Schadensmodell für diese Fahrzeuge. Also, Fazit für mich persönlich, und bitte, das ist natürlich immer nur meine persönliche Meinung, ja, was ihr euch holt oder nicht, das ist euer Bier. Wenn ihr das toll findet, bitte spielt es, ja. Aber meine Meinung ist, wenn ihr dieses Spiel noch nicht habt, holt es nicht. Wartet, bis on the road kommt. Egal wie gut oder schlecht die Umsetzung, die Portierung auf die Konsole sein wird, es kann nicht schlimmer werden als Truck Driver. Und ihr habt auf jeden Fall mehr Optionen. Und damit schließe ich hier auf YouTube ganz hochoffiziell das Kapitel Truck Driver. Ich werde euch damit nicht mehr belästigen. Wenn mir mal langweilig ist, vielleicht streame ich es mal so ein bisschen. Aber jetzt ohne den Anspruch, da jetzt eben halt groß einfach nur so durch die Gegend fahren. Dafür ist es okay, ne? Aber wer wirklich einen Simulator haben will oder nur annähernd einen Simulator auf Konsole, der sollte sich gedulden, bis Aerosoft on the road veröffentlicht. Und wie gesagt, sobald es einen Release-Termin dazu gibt und ich Infos dazu habe, vielleicht sogar das mal für euch anzocken kann, dann werde ich mich dazu melden. Ja, in diesem Sinne, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Entscheidungshilfe bieten. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.